Idee des Vermittlungsraumes war es, einerseits ja die Bildungsarbeit in der Ausstellung auch sichtbar werden zu lassen und eben nicht in einen Kellerraum zu gehen und dort eine Werkstatt einzurichten, sondern direkt in der Ausstellung zu zeigen, wie finden Jugendliche heute einen Zugang zu Themen, die eben auch Winkelmann betreffen. Da haben wir vorrangig ein Thema gefunden, was aus unserer Sicht sehr interessant ist, nämlich die Frage nach den Schönheitsidealen heute, bezugnehmend auf Winkelmanns Fragen zur Ästhetik. Wenn man es anschaut, ist es natürlich ein sehr komplexes Spannungsfeld, was wir da aufgemacht haben. Also auf der anderen Seite Winkelmann, dann die Aktualitätsbezüge und dann ist noch das Bauhaus mit reingekommen. Das Spannende daran, das Bauhaus-Thema auch noch mit reinzuholen, war einfach, dass es den Schülern noch weitere Anknüpfungspunkte gegeben hat, inhaltliche sowie eben auch methodische, um sich mit den Schönheitsvorstellungen auseinanderzusetzen, mit ihren und auch den historischen und diese dann auch eben immer in einem Kontrast zu der Vorstellung von Winkelmann zu setzen.